Ja, in 3 Minuten geht es hier auch auf der Chaos Westbühne weiter mit einem wirklich spannenden Thema. Aber bevor ich das anteaser und warum es mir so gut gefällt, dieses Thema, nämlich, ich erinnere mich noch, als ich, man fing ja so an, so mit C64, und auf einmal war dieser Amiga so da. Und was war das Geile damals an dem Amiga? Weil hier im nächsten Talk ist ja auch gleich was mit Do It Yourself. Es war so, der Computer war damals etwas, das war da, und es gab uns die Möglichkeit, einfach Dinge selber zu machen. Du hattest plötzlich dein eigenes Tonstudio in deinem Kinderzimmer. Du hattest dein eigenes Grafikstudio in deinem Kinderzimmer. Und du konntest alles Mögliche damit machen. Und ich glaube, diese Befreiung, die damals diese Geräte auch für, sag ich mal, unsere Generation so war, war plötzlich dieses, boah, jetzt können wir mit sehr niederschwelligen Sachen Dinge machen. Und ich glaube, dieser Geist, dieser Spirit, Sachen selber machen zu wollen und nicht auf andere angewiesen zu sein, das ist natürlich etwas, was sag ich mal, tief in so einem Hacker-Attitude auch irgendwo drin ist, weil man immer sagt, ja, je weniger ich Abhängigkeitsverhältnisse habe, desto mehr kann ich so gestalten, wie ich es haben möchte. Kommen wir noch zu den Standarddurchsagen. Es ist ja erstmal schön, dass so viele da waren. Sollten vor euch oder nach euch gleich irgendwo noch Flaschen oder irgendwie Müll sein, nehmt den bitte mit. Auch wenn ihr den gar nicht produziert habt und sozusagen ihr sozusagen von der Umweltbilanz diesen Müll nicht gemacht habt, von der Karma-Bilanz ist es total gut. Wenn ihr das mitnehmt, dann habt ihr was Gutes getan. Andere müssen es nicht wegräumen und das hilft im Endeffekt hier der positiven Schwingung. Ich kriege ein Zeichen, das heißt, 29 Minuten, hier geht's gleich los. Live und in Farbe. Ich kriege also auch noch 2 Daumen. Also es geht jetzt richtig los. Es ist mir Freude und Ehre zugleich, Swordoom hier auf der Bühne präsentieren zu können, weil er stellt Freedom Bone vor. Do your own. Soziale Veränderungen im Zeichen des Überwachungskapitalismus. Ich bin gespannt und freue mich sehr darauf. Einen herzlichen Willkommen. Ja, danke schön, dass ihr da seid. Noch kurz zu mir. Ich studiere an Uni in Bremen und dort auch Computerwissenschaft. Ich arbeite auch an Verifizierung von Software, aber das ist nicht Thema des heutigen Talks, sondern es geht um Freedom Bone, soziale Veränderungen selbst organisieren und dabei dem Überwachungskapitalismus zu entkommen. Dann möchte ich euch noch vom Fediverse erzählen und einen Blick in die Medienlandschaft geben. So, eine kurze Einleitung. Wir kennen es alle, wenn wir wütend sind, machen wir viel im Internet und klicken dort. Heute ist es aber leider aktuell so, dass unsere wütenden Klicks Werbeeinnahmen generieren und unsere Filterblase verstärken. Auf dieses Thema komme ich noch zurück. Aber das nur vorausgesagt. So, ich bin der Meinung, dass Unternehmen das Internet schlecht regieren, denn wenn wir ein bisschen auf die letzten Jahre zurückschauen, erkennen wir irgendwie viele Skandale, beispielsweise Cambridge Analytica mit der Wahlmanipulation. Wir sehen auch viele Hassmobs auf Twitter, die irgendwie politisierend wirken und verschiedene Parteien hervorbringen. Die Adpocalypse bei YouTube ist auch geschehen. Da wurden sehr viele Creators, die Kanäle dort hatten, auf einmal hatten die keine Einnahmen mehr, weil ihre Sachen, die sie da gezeigt haben, aus Googles Sicht nicht fördernd war für die Werbeeinnahmen. Wir haben aber auch, dass sehr viele nützliche Dienste verschwinden, die wir gerne benutzt haben. Und das meistens aus Gründen, weil sie nicht mehr profitabel sind und nicht, weil die Leute sie gerne benutzen. Auch erkenne ich oft im Internet eine fehlende Verantwortlichkeit der Unternehmen für ihr Handeln. So, wir haben aktuell viele Probleme mit der Cloud. Sie ist sehr dezentral, sie ist überhaupt nicht dezentral leider, sie ist sehr zentral. Mein Anliegen ist es, sie zu dezentralisieren. Habt ihr das schon gelesen? So, meine Folgerung ist es, dass wir uns in Zeiten eines Umbruchs befinden.
Nämlich bin ich der Meinung, dass wir das Internet umstülpen sollten und Richtung Dezentralisieren gehen wollen. Und dafür möchte ich euch in die Hand nehmen und euch ein Open-Source-Projekt vorstellen, wo ich mitgemacht habe. Und dann wollen wir Verantwortung übernehmen und Sachen selber tun. Also wir unten die Bauern erheben uns in unsere eigene Eigenständigkeit aus der Datensklaverei, wo wir wie beispielsweise bei den Captures keine Wahl haben, Arbeit machen, indem wir Bilder erkennen und andere Firmen profitieren, ohne dass wir die Möglichkeit haben, da was zu verändern bisher. So, erstmal zu Freedom Bone. Was ist überhaupt Freedom Bone? Der Name kommt von der Freiheit und von dem ersten Single-Board-Computer, auf dem es lief. Es läuft auf ARM-Chips, Desktops oder alten Laptops. Es ist auf Debian basiert, aber es kann mehr als nur ein reines Debian, denn es unterstützt viele weitere Server-Apps, die man über eine einfache Web-UI installieren kann. Es hat das Ziel, dass Leute wie ich, aber auch Leute, die sich überhaupt nicht mit Technologie auskennen, ohne großen Mehraufwand eigene Dienste wie soziale Netzwerke, Chat-Server, Pads oder was auch immer man braucht, um sich digital zu organisieren, selber aus dem Wohnzimmer hosten kann. Alles ist natürlich auch unter AGPL3 lizenziert. Also sprich, ihr könnt das hacken, ihr könnt das selber irgendwie weiter benutzen oder weiterentwickeln. Wegen dieser Lizenz bin ich auch auf das Projekt gestoßen und habe auch selber angefangen, da ein, zwei Sachen mitzuentwickeln. So, Freedom Bone gibt es erstmal in drei Versionen. Eine Standardversion, wenn ihr einen Domainnamen habt, sprich wie irgendwie ccc.de für einen Domainname, dann könnt ihr auch euren eigenen Domainnamen da anmelden und für jeden eurer Dienste auch einen Internetnamen haben. Wenn ihr das aber nicht habt oder wenn ihr irgendwie in einem sehr restriktiven Netzwerk seid, habt ihr auch die Option, nur im Darknet die Sachen zu hosten. Also wir bieten für jede installierte App eine Onion-URL, also die aus dem Darknet erreichbar ist, an, aber auch auf Wunsch die Domainnamen. Als drittes kam dieses Jahr hinzu die Mesh-Version. Ihr habt vielleicht schon mal von Freifunk gehört. Super Organisation, Props an die. Ich bin wirklich Fan von euch. Ich habe versucht, das Freedom Bone jetzt auch eine Karte von allen Freifunkknoten aus dem lokalen Netzwerk anzeigt. Und ich hoffe, am Ende des Kongresses wird es auch möglich sein, für euch als Benutzer mit einem einfachen Klick euch als Freifunkknoten irgendwo hinzuzufügen. Sprich, ich habe das Ziel, dass ihr eure eigene Datenselbstständigkeit in die Hand nehmt. Und dafür will ich auch anbieten, dass ihr ohne Internetkabel auskommt. Also ihr könnt einen Server betreiben, wenn ihr einen Laptop habt, der keinen Stromanschluss hat und keinen Internetanschluss, indem ihr das an den richtigen Ort in irgendein Freifunknetz reinstellt. So, selber hosten. Wie sieht das aus? Am Anfang bei Low Budget sind das irgendwie so ein kleines Single-Board-Computer. Dann kann man noch irgendwelche Kabel dran verbinden, um irgendwie eine Festplatte oder so dran zu schließen, die schneller ist. Ich frage euch mal, habt ihr das schon so mal irgendwas gemacht? Irgendwas selber gehostet? Sehr schön. Das ist die richtige Crowd. So, aber mal kurz. Manchmal kriegt man ja einen schlechten Eindruck. Ich möchte mal kurz sagen, was Freedom Bone nicht ist. Wir sind auf gar keinen Fall eine Institution oder ein Unternehmen. Wir bieten auch keine Blockchain an oder irgendein Zahlungssystem. Unser Ziel ist es, nicht zu wachsen, sondern mehr Leute durch Vernetzung zu kriegen. Also ich möchte nicht, dass ihr euch alle bei mir anmeldet, sondern ich hätte den Wunsch, dass ihr euch selber ein Freedom Bone oder ein Äquivalentes aufsetzt und dann auch mitmacht bei dem Großen und Ganzen. Wir benutzen auch keine proprietären Software- oder Firmware-Blobs. Das heißt, wenn ihr einen Open-Hardware-Single-Board-Computer habt, könnt ihr reines Gewissens sein, dass da kein Code drauf ist, den ihr nicht selber nachlesen könnt. Mal kurz zu, was ist Freedom Bone überhaupt? Ich habe hier mal zwei der Ansichten, die es gibt, auf dem Bildschirm gemacht. Oben seht ihr den Homescreen. Wenn ihr euch aus eurem lokalen Netzwerk anmeldet, gibt es einen Homescreen. Wenn ihr euch aus dem Internet zugreifen wollt, gibt es keinen Homescreen.
weil die Administration kann nur aus dem lokalen Netzwerk oder über Tor geschehen. Damit wollen wir Sicherheitsrisiken minimieren. Unten seht ihr eine Übersicht von Apps, die aktuell installiert sind auf meiner Instanz zu Hause. Die ist noch länger und ich werde euch nachher auch ein paar Beispiele geben, was ihr so hosten könnt. So, ich wollte ja auch über das Fediverse sprechen. Ich habe leider noch nicht angefangen, viel euch davon zu erzählen, aber für die, die schon einen kleinen Begriff vom Fediverse haben, aktuell unterstützen wir mit einem 4-Click-Installer Pixelfed, Pleroma, PeerTube, Epicion, SAP und Friendica. Die in Klammern stehen, sind aktuell verbuggt. Deswegen die Klammern. Vor ein paar Monaten haben die noch super funktioniert. Ich glaube, nach dem Kongress auch wieder. So, wir bieten aber auch nützliche Sachen an. Wollt ihr zum Beispiel chatten, bieten wir irgendwie XMPP oder Matrix an. Wollt ihr euch irgendwie von Google Drive oder anderen Diensten loslösen, bieten wir Nextcloud an. E-Mail ist ein besonderer Vorteil. Sobald ihr die Installation gemacht habt, habt ihr einen funktionsfähigen E-Mail-Server und einen WireGuard VPN. Das heißt, ihr habt euch schon mal VPN und E-Mail am Laufen. Pads sind super praktisch, wenn man mit Leuten zusammen Dokumente bearbeiten möchte. Dann kann man live schreiben. Wir bieten da Etherpad und CryptPad an. Wenn ihr eure eigene Git-Instanz haben wollt, haben wir Gogs dafür. Falls ihr in eurem Umkreis oder bei euch zu Hause auch iPhone-Nutzer habt, die keine Werbung blockieren können, es ist mit Pi-hole möglich, dass auch Geräte wie eine PlayStation oder ein iPhone die Werbung geblockt bekommen, indem man das über FreedomBone macht. Private Pin, um private Textdateien auszutauschen und Rocket Chat, um einen schönen Gruppenmessenger zu haben. Diese Liste ist überhaupt nicht vollständig. Auf der Webseite findet ihr noch mehr, aber für mich in meinem eigenen Gebrauch waren dies die nützlichsten Dienste. So, Administration geht natürlich auch vom Handy aus. Wir benutzen kein JavaScript in unserer Web-UI. Das heißt, wenn ihr einen textbasierten Browser habt, ist das gar kein Problem. Die ganze Administration kann auch über den textbasierten Browser laufen. So, kleiner Ausblick zu Freifunk. Da, wo ich aktiv mitgearbeitet habe im Projekt, ist, man geht in die Web-UI, sagt, okay, in meinem Fall Freifunk Bremen, weil ich daher komme. Und dann sind da die ganzen grünen Punkte Knoten. Und dann kann man sich irgendwie ausdenken, okay, dieser Knoten ist in meiner Nähe, da kriege ich noch Internet her und dann kann man den Server, wenn er betriebsfähig ist, einfach da hinstellen und das Freifunk-Internet benutzen. So, ich hatte ja aber auch einen politischen Anteil an meinem Talk. Der folgt jetzt. Wenn ihr euch irgendwie sozial organisieren wollt, gibt es verschiedene Sachen, die man beachten sollte. Als Beispiel nehme ich jetzt einfach Facebook, aber ihr könnt das auch über Twitter oder andere quasi Monopolanbieter von irgendwelchen Netzwerken oder Nachrichtendiensten vorstellen. Es gibt natürlich immer ein Risiko, wollen wir überhaupt da drauf sein? Und als nächstes eine Entfernung. Facebook könnte zum Beispiel gezielt den strategischen Zeitpunkt aussuchen, um eure Gruppe genau dann zu löschen, wenn es für euch am wichtigsten ist. Und dann steht ihr da und habt keine Kontrolle über eure eigene Plattform mehr und eure eigene Bewegung. Auch die Sichtbarkeit. Facebook speichert seine Daten in Amerika. So, da haben wir auch keine Kontrolle mehr darüber, wann es gelöscht wird. Das ist zwar nicht DSGVO-konform, aber da kann ich leider selber nichts gegen machen bei Facebook aktuell. Ich hoffe aber, das ändert sich noch. Auch hinterlassen wir im Internet immer einen digitalen Fingerabdruck. Bei Datenkraken wie Facebook und Google ist das besonders groß. Als letzte Frage sollte man sich auch stellen, möchte man Facebook als Schiedsrichter haben? Also möchte man die Entscheidungshoheit über die eigene Plattform, die man nutzt, an andere übertragen, weil man sie doch eigentlich selber haben könnte? Ich biete als Lösung an freie Open-Source-Software und Smalltech. Was meine ich mit Smalltech? Eben Projekte wie FreedomBone oder DietPi oder andere, die ihr einfach in euer Wohnzimmer stellen könnt und darüber das organisieren könnt. So, falls ihr euch noch nicht viel mit digitaler Selbstverteidigung auseinandergesetzt habt, kann ich euch nur empfehlen, mal auf die Seite von Digital Courage zu gehen. Die haben eine super Anleitung für die digitale Selbstverteidigung, ob das jetzt das Handy ist oder Dienste im Internet. Und wenn ihr euch weiter in das Thema reinfuchsen wollt, kann ich auch den Blog von Mike Cookett empfehlen.
der hat da sehr viele gute Anleitungen für Router, für Handys, Betriebssysteme. Auch Shoutout an ihn, er macht da einen super Job. So, ich habe mal für mich die Prinzipien aufgeschrieben, die ich super finde am Fediverse. Aber erstmal, ich habe Fediverse schon öfter gesagt, was ist das Fediverse überhaupt? Fediverse ist eine Konkatenation an Wörtern, die dann abgekürzt worden sind. Fediverse, Fedi kommt von Föderation, so wie Deutschland eine Föderation von Bundesländern ist, die irgendwie alle eigenständig sind, aber trotzdem miteinander Sachen machen. Und Vers von Universum. Also hat man viele Sachen, die eigenständig sind, aber die trotzdem miteinander können. Das haben wir den Erfindern oder Herstellern von HTML5 zu verdanken. Die haben schon vor ein paar Jahren ActivityPub vorgestellt und da wurde standardisiert, wie Server miteinander reden. Und Fediverse basiert auf ActivityPub. So, ich wäre erstmal dafür, macht Pseudonyme wieder zur Norm. Ich stehe hier auch unter meinem Pseudonym. Falls ihr mich kennt, kennt ihr auch meinen echten Namen. Das stört mich auch gar nicht. Aber mich freut es, dass ihr mich hier unter meinem Pseudonym begrüßt. Als zweites habt ihr auch bei jedem Post, den ihr schickt, auf Mastodon heißt das Tuts, also seid nicht verwirrt, wenn ich nachher mal Tuts sage, die Möglichkeit, die als öffentlich zu markieren, nicht gelistet, nur für Follower oder als Privatnachricht. Und der letzte, aber meiner Meinung nach wichtigster Punkt ist, wenn ihr euch die Timeline von Mastodon oder einem anderen Fediverse-Server anguckt, dann gibt es dort keine Algorithmen, die intransparent entscheiden, was ihr seht, sondern ihr seht einfach eine chronologische Timeline, wie und wann da was passiert ist. Was brauchst du also, um beim Fediverse mitzumachen, ohne auf eine große Instanz zurückzugreifen, sondern einfach das in deinem Wohnzimmer oder im Büro, wo auch immer, aufzusetzen und da mitzumachen. Du brauchst auf jeden Fall einen alten Laptop und einen Singleboard-Computer. Der Laptop muss überhaupt nicht schnell sein, also 1 GB Dual-Core aus 2011 reicht vollkommen dafür aus. Damit du erstmal das testen kannst, musst du das gar nicht auf die Festplatte installieren, sondern du nimmst einfach einen USB-Stick, lädst dir dort ein Image drauf und bootest das dann hoch. Wenn du für andere leicht erreichbar sein willst, kannst du einen Domainnamen angeben und natürlich ein Ethernet-Kabel erstmals zur Einrichtung. Später geht das natürlich auch über WLAN. So, die Installation ist eigentlich auch nicht so trivial. Für euch schon, für den Entwickler nicht. Also ihr macht, wie gesagt, einen USB-Stick, da habt ihr ein Image, lädt das drauf, bootet das. Euch wird ein Passwort vorgeschlagen, ihr könnt auch ein anderes wählen, ihr gebt den DNS-Namen an, ihr holt euch einen Kaffee, trinkt den ganz gemütlich und dann habt ihr schon einen E-Mail-Server laufen. Aber zurück zur sozialen Veränderung. So, Werbetreibende verdienen super viel Kohle damit, dass sie uns Sachen anzeigen und eigentlich wollen die uns ja damit beeinflussen, dass die Leute, die Geld bezahlen, das kriegen, was sie wollen. In den meisten Fällen ist das, dass wir einkaufen. Aber es gibt auch andere Motivationen hinter der Werbung. So, wütende Leute klicken ganz viel. Das habe ich schon am Anfang meines Vortrages erwähnt. Wenn ihr euch jetzt in einem Thema findet und da super viel irgendwie auf Facebook rumklickt, ihr werdet immer mehr Leute finden, die gleicher Meinung seid wie ihr. Und dabei werdet ihr noch wütender, weil das reicht ja nicht, dass Leute die gleiche Meinung wie ihr habt, sondern ihr wollt ja auch eine Veränderung machen. Und die Veränderung kommt ja irgendwie davon, dass ihr mit anderen Leuten, die noch nicht erstmal eurer Meinung sind, kommunizieren könnt. Da habe ich noch ein kleines Adorno-Zitat eingebaut. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. So, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich erzählen, dass der zivile Diskurs auch schwierig ist, wenn man irgendwie da sich einen langen Text ausdenkt, den logisch oder irgendwie belegt oder begründet und dann schreibt, kriegt er meistens in den großen sozialen Medien nicht viel Aufmerksamkeit, weil dort sind es die großen und die lauten und die Extremstimmen, die emotional auf Leute ansprechen und wo dann die Leute noch wütender werden und sich damit beschäftigen. Also folgere ich, soziale Medien sind nicht sozial, sondern sie sind zum Geldverdienen da. Deswegen möchte ich euch nochmal
ermutigen, löst euch von den quasi Monopolisten wie Facebook oder Twitter oder anderen großen Anbietern und versucht es mal, selbst euch im Fediverse einzuklinken. Als kurzen Überblick möchte ich euch noch das Propagandamodell von Hermann und Chomsky vorstellen. Falls ihr mal Medienwissenschaften studiert habt, seid ihr dem vielleicht schon auf den Weg gelaufen. 1980 haben die beiden feinen Herren ein Buch geschrieben, das hieß Manufacturing Consent. Auf Deutsch könnte man das zur Konsensfabrik übersetzen. Dort werden 5 Filter eingeführt, wo die alle Massenmedien benutzen, um zu entscheiden, ob sie etwas zeigen. Der erste Filter ist, wenn es dem Eigentümer schadet, wird es erstmal nicht angezeigt. Der zweite Filter ist, wenn diese Plattform Werbetreibende hat, dann werden in erster Priorität nicht die Interessen des Benutzers, sondern die des Werbetreibenden umgesetzt. Ihr kennt bestimmt schon den Spruch, wenn es umsonst ist, seid ihr nicht der Kunde, sondern das Produkt. Genau das meine ich damit. Der vierte Filter ist, dass Abweichung bestraft wird. Falls ihr euch irgendwie kritisch äußert in der Zeitung oder als Journalist, passiert es oft, dass wahnsinnig viel negative Rückmeldung darauf folgt. Und als letzter Filter, damals in den 80ern war es der Antikommunismus. Heute hat Chomsky gesagt, er würde das als Anti-Ideologie bezeichnen. Gibt es also eine Ideologie, gegen die man hetzen will, kann man dann auch für den Krieg oder andere Sachen damit begründen, ja, wir sind dagegen, wir müssen das machen. So, ich würde euch gerne aufrufen, kommt ins Fediverse, macht mit. Ihr könnt euch entweder bei chaos.sozial anmelden. Es wäre aber viel cooler, wenn ihr das nicht macht und eure eigene Instanz aufsetzt. Kurze Werbung noch für mich. Ich mache auch Werbung. Ich habe noch einen Workshop, der heißt mit Antikorruptionsgesetzen und Data Science wirtschaftliche Interessen visualisieren. Das sind 2 Tagen auf der Chaos Stage. Da bringe ich euch bei, wenn ihr da seid, wie man mit Python das Finanzamt crawlt und schöne Graphen daraus erstellt. Habt ihr noch Fragen? Ja, erstmal einen herzlichen Riesendank und einen großen Applaus. Links und rechts bei den Mikrofonen jetzt die Frage. Wir können in der Zwischenzeit mal, wer von euch hat auch einen Mastodon- oder Fediverse-Account? Ja, ne, das heißt, die anderen können sozusagen dann auch noch nachlegen. Am Mikrofon. Ah. Ja, hallo, ich hätte eine Frage, und zwar sich so schnell einen Server zu klicken, ist ja das eine. Das andere ist natürlich auch die Wartung und das Updaten und die ganze Maintenance. Habt ihr euch sehr da auch schon Gedanken Frage. Gemacht? Wir haben einmal Stick-Tests. Da kann der Hauptentwickler oder ihr, wenn ihr was entdeckt, beispielsweise gab es dann nach dem Meltdown-Problem, Stick-Tests werden automatisch ausgeführt und dann wird das erkannt. Und du als Admin kannst dann deinen XMPP- oder Java-Name hinterlegen, kriegst dann eine Nachricht geschickt mit, hey, wir wissen, das ist eine schlechte Konfiguration, die solltest du ändern. Und bei Meltdown wurde das sogar in der Web-UI angezeigt. Was normale Wartung macht, jeden Tag wird geguckt, ob es Updates gibt, einmal über APT bei Debian und andererseits tut der Entwickler immer die Commits angeben, auf denen die Software läuft. Und wenn ein neuer Commit von dem Source Code da referenziert wird, installiert sich dein Server dann auch die Software neu. Ja, die nächste Frage. Ja, hi. Viele haben nicht unbedingt eine Domain rumliegen. Habt ihr auch Dynamic DNS oder NS Update oder so dran gedacht? Ja, ich benutze auch Dynamic DNS. Dafür kann ich Free DNS besonders empfehlen, aber ihr seid nicht daran gebunden. Wir unterstützen, glaube ich, so 5, 6 verschiedene Dynamic DNS-Anbieter, wo ihr einfach eure Credentials angibt und FreedomBone aktualisiert immer, falls die dynamische DNS nicht mehr stimmt. Cool. Wenn ich darf, noch eine zweite. Klar. Ja, klar. Wie sieht es denn aus mit E-Mail-Server bei dynamischen IP-Adressen? Also sind ja gerade bei Microsoft oder GMX viele von also den Empfang, Ranges, von den ISPs sind ja blockiert. Empfang ist kein Problem. Genau. Ich mache das selber so, dass ich bei der Telekom leider Internet habe, weil diese sind die einzigen Anbieter. Also bin ich bei denen gebunden. Aber wenn du bei der Telekom Kunde bist, kannst du deren E-Mail-Proxy benutzen.
Also du kannst dann dich über einen besonderen Account anmelden und der forwardet das dann für dich und dann kommst du nicht in die Blacklist. Aber das ist ein Problem, dessen wir uns bewusst sind und für die ich gerne eine Lösung suchen würde. Same. Dann zur Linken bitte. Ich wollte wissen, ob du für ideal hältst, dass jeder Bürger ein Single-Board-Computer hat und alles selber hostet. Also die Frage ist so gerichtet, weil ich gerne wissen würde, was machen die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben. Natürlich ist das stark vereinfacht, aber es gibt natürlich Menschen, die nichts mit Rechnern am Hut haben. Da müssten halt so kleine Inseln geben trotzdem, oder? Sehr berechtigte Frage. Wir empfehlen natürlich, dass man nicht nur sich selber hostet, sondern auch Freunde und Bekannte anmeldet. Auf so einem kleinen Single-Board-Computer mit geringer Leistung ist die Auslastung ungefähr akzeptabel bis zu 10 Benutzer. Falls ihr aber schnelle Geräte habt, könnt ihr auch höher skalieren. Wurde aber nicht getestet. Falls ihr das aber macht, gerne Rückmeldung geben. Hier zur Rechten. Hallöchen. Hallo, hallo. Okay. Nochmal für die ganz Dummen oder für mich halt. Das habe ich jetzt schon so richtig verstanden, dass es nichts anderes als ein Debian-Fork mit so einem, ich sag mal, rundum Sorglos-Paket mit Nextcloud, Pi-hole oder was weiß ich, was du da jetzt noch genannt hast. Das habe ich schon so richtig verstanden. Tust du auf einen USB-Stick, installierst das einfach, zack, bumm, bang. Ja, genau. Also du hast drei verschiedene Optionen, wenn du dich ein bisschen besser auskennst, das zu installieren. Du kannst entweder von einem laufenden Debian-System den Installer ausführen, der benutzt dann VM, die Bootstrap, um dein aktuelles System zu nehmen und die benötigten Pakete zu machen und zu installieren und das dann als ISO zu nehmen und das dann nochmal mit XZ oder YZ zu komprimieren, sodass man am Schluss bei so einem 2 GB Image rauskommt. Und du kannst dir auch ein laufendes Debian-System nehmen und einfach dort den Installer ausführen und mit Glück funktioniert das nachher. Dankeschön. Dann nochmal zur Linken, bitte. Ja, prima Projekt. Frage wäre natürlich für die Nicht-Admins, Nicht-IT-behafteten Leute, Wiederherstellung, also Backup und Wiederherstellung, meinetwegen nach dem Crash des Hardware-Systems und so weiter, ob ihr dort Tools drin habt. Es gibt, wir haben einmal ein Backup-Tool, das ist entstanden aus verschiedenen. Wir hatten vor irgendwie versucht, alles zu backuppen. Wir machen das jetzt so, dass wir alle wichtigen Keys und Credentials backup machen. Ich mache das für mich privat so, dass ich einfach täglich Snapshots erstelle. Und dann, wenn alles schief geht, mache ich einen Rollback auf den Snapshot vorher. Das ist aber noch nicht optimal, weil die Datenbank dann vielleicht 5 Stunden veraltet ist. Ich suche aber noch nach einer Lösung danach. Falls ihr da Empfehlungen habt oder selber das mal irgendwie gemacht habt, haut mich gerne an. Die Slides sind leider aus, sonst würde da noch mehr Decknummer stehen. Die ist 8011 oder schreibt mir auf Mastodon. Dann habe ich richtig gesehen, eine Frage aus dem Internet. Nein, anscheinend nicht. Dann war es das Zeichen, dass Ende ist. Wenn Ende ist, dann würde ich an der Stelle sagen, komm noch du mal nach vorne, dann können die Fragen kurz direkt beschränken und am Ende nochmal ein herzliches, großen, riesen, warmen Applaus. Danke für den Vortrag und das Engagement. Ja, danke schön.